Ja, ganz herzlichen Dank. Ich berichte jetzt ein bisschen aus dem Maschinenraum. Und Sie haben eben schon einiges dazu gehört. Ich berichte Ihnen mit Sicherheit jetzt weniger wissenschaftlich, sondern eher, was kommt bei uns bei der Krankenkasse an und wie erleben wir Innovationsfonds? Und ganz klar, wir können eindeutig sagen, der Innovationsfonds ist in der Versorgung angekommen. Ja, wir sehen immer wieder, und das sage ich jetzt so von den Kontakten, die wir haben mit den verschiedenen Projektpartnern, dieses Thema, da ist jetzt endlich mal Geld für Forschung, auch für neue Projekte. Das sehen wir auch anhaltend. Wir haben den Innovationsfonds seit 2016. Wir haben gemeinsam eine intensive Lernkurve gehabt, aber so dieses Gefühl, wir haben da jetzt Geld, das kann weiter gegeben werden, das sehen wir durchaus deutlich. Die 200 Millionen, die pro Jahr im Topf sind, das klingt als erstes immens hoch. Wenn Sie aber die Kollegen und Kolleginnen befragen, die jetzt diese Gelder verteilen müssen auf die vielen Projekte, die beantragt werden, da kommen Sie ganz schnell dazu, dass Sie sagen, also diese 200 Millionen sind mit Sicherheit nicht ausreichend, um alle Projekte, und es sind viele unterschiedlich qualitativ hochwertige und auch manchmal nicht so hochwertige Projekte, also 200 Millionen sind da häufig nicht ausreichend. Dass wir wissen, wovon wir reden, kann man hier so ein bisschen zeigen. Wir kriegen so pro Welle an die 150 Anfragen von unterschiedlichen Projekten. 75, also der größere Teil, sind die neuen Versorgungsformen. 25%, ein Viertel sind Versorgungsforschungsprojekte. Versorgungsforschung, es läuft gerade die aktuelle Welle. Also auch hier kann ich Ihnen sagen, 24. Oktober ist Einsendeschluss und im Augenblick sind wir in der absoluten Hochphase. Also es kommen täglich mindestens bis zu 5 Projekten. Wir beteiligen uns als Barmer an vielen Projekten und haben inzwischen auch so eine, ja, eine Expertise entwickelt, dass wir so hinkriegen, ja, was sind gute Projekte, was sind weniger gute Projekte. Wir haben auch inzwischen so einen, ich nenne es jetzt mal Riecher, entwickelt, wie wir sagen, wie kriegen wir die Projekte, die uns auch im Anschluss weiterbringen, wie können wir die schon ganz von Anfang an erkennen. Wir entwickeln diese Projekte bzw. wir entscheiden immer, welche Projekte wir fördern im Rahmen eines abteilungsübergreifenden Lenkungsgremiums. Das heißt, die Projekte kommen, egal bei wem, ob es der Vorstand ist, ob es die Kollegen aus der Landesvertretung sind, egal wo auch immer, diese Projekte kommen bei uns zentral in ein Gremium. Dort sitzen die Kollegen aus der stationären Versorgung, der ambulanten Versorgung, der digitalen Versorgung und wir entscheiden gemeinsam, welches Projekt passt zu unseren jeweiligen Zielen, die wir nicht nur als Barmer vertreten, die wir auch dann nach Ende der Projektphase für weiter ausbaufähig halten. Also wir haben viele Anfragen, aber wir müssen im Augenblick auch extrem selektieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, also es sind jetzt schon häufig in Anführungszeichen Wiederholungstäter dabei. Das heißt, wir haben also viele Projekte, wo wir sehen, da kennen wir die Partner schon aus früheren Projekten. Es werden Projekte weiter fortgesetzt, weil das, was man mit Sicherheit sagen kann, dass die durchschnittliche Projektlaufzeit von den 36 Monaten, das ist so die überwiegende Mehrzahl, die wird in den 36 Monaten nicht abgeschlossen. Wir brauchen die Höchstdauer der 48 Monate in fast jedem Projekt. Und das war nicht nur durch die Corona-Zeit bedingt, sondern das sieht man immer wieder, je innovativer der Ansatz ist, umso länger braucht man sowohl, um die Patienten und Patientinnen zu rekrutieren, um überhaupt die Daten auch von Kassenseite verfügbar zu haben. Ja, Stichwort ambulante Daten, die kommen immer erst mit einem Jahr Verzögerung. Also das erleben wir.
Was wir auch erleben, im Gegensatz zu dem, was wir, ich sage jetzt mal, vorher hatten, Modellprojekte, Selektivverträge und Ähnliches, dass wir doch als Kassen gerade bei verschiedenen Projekten zunehmend mehr zusammenarbeiten. Also man kennt sich, dazu ist die Szene viel zu klein, ja, dass es bei bestimmten Projekten, wo Sie genau wissen, ja, selbst wenn wir als Barmer die zweitgrößte bundesweite Kasse sind, gibt es immer Themen, da werden wir einfach zu wenig Barmer Versicherte haben. Das heißt, wir schließen uns mit anderen Kassen zusammen. Wir haben Herausforderungen, die haben manchmal drei Buchstaben. Ja, das BAS, Bundesamt für Soziale Sicherung, ist nur eines davon. Das heißt, da haben wir jede Menge Diskussionen, das müssen wir erklären. Manchmal ist es tatsächlich so, dass die Anträge in einer nicht versorgungsnahen Sprache geschrieben sind, sodass man das auch immer erst wieder erklären muss. Aber es gibt so verschiedene Dinge, uns wird in der laufenden Projektphase meistens nicht langweilig. Aber das, was wir jetzt haben, ist, wir stehen vor einer großen Herausforderung, weil jetzt sind die Projekte auch schon aus der 2016er, 2017er Welle, die stehen jetzt vor dem Abschluss, sind abgeschlossen, haben auch schon Empfehlungen bekommen. Und das, was wir immer wieder sehen, ist, dass die Projekte, die erwartet haben, wenn sie eine positive Empfehlung bekommen, egal für welchen Bereich, dass das bedeutet, die Finanzierung läuft genauso weiter. Keiner macht sich Gedanken, wer denn eigentlich finanziert, weil es gibt ja Kostenträger. Kostenträger sind Krankenkassen und unsere Aufgabe ist, Kosten zu tragen. Das wird aber nicht funktionieren. Herr Pfaff hatte eben schon von einem komplexen, um nicht zu sagen komplizierten Gesundheitssystem gesprochen. Ich kann nur sagen, ja, da bin ich total seiner Meinung, ja, weil das ist unser Gesundheitssystem. Und da kann ich Ihnen sagen, ich finde, das ist, und das soll ja auch extra so sein, es ist komplex. Bevor ich Sie jetzt aber alle in die Kollektivdepression bringe, möchte ich Ihnen jetzt zumindest ganz kurz zwei aus meiner Sicht Projekte zeigen, die auch innerhalb des Projektes mit vielen, vielen Herausforderungen, um nicht zu sagen Schwierigkeiten, gekämpft haben, aber wo wir es geschafft haben, ja, diese Projektidee, ja, weiter fortzuführen, und das nicht nur, weil das Projekt so toll war, sondern weil dieses Projekt von Anfang an das Ende mitgedacht hat. Translate Namse ist ein Projekt, da weiß ich, da waren wir zwar als Barmer und auch die AOK Nordost beteiligt, das fing aber mit ganz vielen Schwierigkeiten an. Wechsel in der Konsortialführung, dann fiel Ihnen plötzlich auf, dass eines der Kernstücke, nämlich die Exom-Diagnostik, die war überhaupt nicht eingepreist in dem Budget, was Sie für die neuen Versorgungsformen bekommen haben und so weiter. Also dieses Projekt war am Anfang eine ziemliche Herausforderung. Das, was wir aber sehen, und ich habe eben schon gesagt, Exom-Sequenzierung war eines der Herzstücke dieses Projektes, eine innovative Diagnostik, die es eben ermöglicht hat, seltene Erkrankungen, die genetischen Ursachen besser und schneller zu differenzieren. Und Sie sehen, diese Patienten, die hier in den jeweiligen Zentren behandelt wurden, immerhin 30% der Fälle konnten wir lösen in dem Sinne, wir konnten zwar keine Therapie anbieten, aber immerhin wussten diese Familien jetzt, welche Krankheitsursache hinter den Beschwerden steckt. Und es sind über 50 Erkrankungen identifiziert worden, die es bis dato so noch gar nicht gegeben hat. Dieses Projekt, was mit den Schwierigkeiten gekämpft hat, war aber so, und ich habe das ziemlich live und in Farbe miterlebt, weil ich die Exom-Sequenzierungsfälle, egal aus welcher Klinik gekommen sind, die habe ich persönlich angeschaut und habe die medizinisch bewertet, passt das zum Projekt, ja, nein. Ich habe keinen einzigen Fall ablehnen müssen, weil die tatsächlich alle sehr auch medizinisch fundiert, es war nichts, was man hätte sagen können, ja, hätte man dies eher diagnostiziert und Ähnliches. Und dann sind wir hingegangen und haben schon
bevor wir überhaupt mit der Evaluation anfangen konnten, haben wir schon gedacht, Mensch, wir haben gerade dieses Thema Exomsequenzierung, wir haben das Thema Ganzgenomsequenzierung. Hier werden Strukturen aufgebaut. Ja, und das habe ich Ihnen jetzt extra nicht gezeigt, um das Ganze nicht noch länger werden zu lassen. Aber das, stellen Sie sich so eine Pyramidenstruktur vor. Ganz oben ist die Exomsequenzierung. Also all die Fälle, die auch keine Exomsequenzierung benötigen, die sind schon in den unteren Stufen durch entsprechende Expertengremien in Anführungszeichen abgefrühstückt worden. Und so ist es uns dann gelungen, dieses Projekt auch nach Ende dieser der Förderphase, und das war, wir haben ein Gap zwischen Ende der Förderphase, also quasi Last Patient In, ja, und Ende des Projektes, nämlich des Abschlussberichtes. Ab Last Patient In gibt es keine Finanzierung mehr. Sie haben jetzt gerade Netzwerke aufgebaut, die aber dann plötzlich in der Luft hängen, weil es gibt eine neue Leistung, die aber nicht in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkasse eingebunden ist, weil dafür braucht es ja erst den Abschlussbericht. Und das war dann die in Anführungszeichen Sternstunde des Selektivvertrages und jetzt nicht, ja, wieder klein, klein jede Kasse für sich, sondern hier sind wir über den Verband der Ersatzkassen haben wir einen Selektivvertrag. Die AOK haben ebenfalls einen Vertrag. Da gibt es ganz einfach nominelle Unterschiede. Deswegen kann es keinen einen gemeinsamen Vertrag geben. Das hat was mit den Aufsichtsbehörden und den Anforderungen und so weiter zu tun. Aber wir haben letztendlich dieses Projekt in so etwas Ähnliches wie Regelversorgung überführt, wobei ich betone ganz deutlich, Selektivverträge sind keine Regelversorgung. Ja, ein Selektivvertrag, da können wir nicht stehen bleiben, weil sind wir einfach noch nicht bei allen Kassen. Das hier nochmal sehen Sie auch in Rot nochmal das, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Aber eines der ganz wesentlichen Lessons, die wir gelernt haben, ist, ohne engagiertes Beteiligung aller Beteiligten, ja, der Projektleitung, der Konsortialpartner, aber auch der Krankenkassen, läuft so ein Projekt auch weiter in die Leere. Ein zweites Projekt, was ich denke, was uns auch gerade in der Corona-Pandemie wirklich geholfen hat, um nicht zu sagen gerettet hat, war das Thema ERIC. ERIC ist die telemedizinische Versorgung von Patienten auf der Intensivstation. Dort gibt es eine telemedizinische Serviceeinheit, die dann verschiedenste, hier waren 30 Intensivstationen in Berlin und Brandenburg angeschlossen. Und man hat hier schon während der Corona-Pandemie, also ERIC ist gestartet, da war Corona noch nicht mal geboren, hätte ich bald gesagt. Und bei ERIC konnte man dann aber sofort die Strukturen, die schon da waren, konnte man dann schon in der Corona-Pandemie nutzen und auch weiterführen, weil die ganze neue Erkrankung, ja, gerade ich bin selber Anästhesistin, das ganze Neue, was wir da lernen mussten, was das Thema Gerinnungsmanagement und so weiter anbelangt, das war in ERIC, konnten wir da die vorhandenen Strukturen gut nutzen. Sie sehen hier auf der einen Seite den Monitor, also der, ich sage jetzt mal, das Expertenhub war per Telemedizin zugeschaltet und so konnten Corona-Patienten, ja, also allein diese Entscheidung, muss der Patient an die ECMO, ja oder nein, anhand eines strukturierten Protokolls abgearbeitet werden, sodass auch die Kollegen auf den jeweiligen Intensivstationen in den Krankenhäusern, die hingen nicht so alleine in der Luft, weil sie hatten den Experten, ja, der hier, das Team, was hier in der Charité saß, die hatten halt genau dieses Wissen, was die Kollegen vor Ort jetzt in Brandenburg, ja, brauchen konnten. Und das nicht nach dem Motto, die große Charité redet mit dem kleinen anderen Krankenhaus, sondern das war der strukturierte Dialog auf Augenhöhe. Und auch das haben wir dann
mit dem Evaluator Professor Busse, Frau Professor Spieß, haben wir so weitergeführt, dass wir das diskutiert haben im gemeinsamen Bundesausschuss. Es braucht diese Strukturempfehlungen für diese telemedizinischen Versorgungen. Und auch hier sieht man, dass wir da auch schon im gemeinsamen Bundesausschuss weiter in der Diskussion sind und auch in Richtung positive Entscheidung weitergehen, sodass ich jetzt quasi mit meinem letzten Bild zeigen möchte, der Innovationsfonds, da gibt es jede Menge Herausforderungen, jede Menge Hürden. Es gibt Chancen, aber ich glaube, wir werden das gleich sicherlich in der Diskussion noch vertiefen. Wenn wir das, was wir bis jetzt an Erfahrungen gemacht haben, nicht auch strukturiert anschließend umsetzen, dann wird der Innovationsfonds seine Chancen nicht umfassend ausspielen können. Dankeschön.